Moin Leute, Maika, Mike und willkommen zu diesem wunderbaren neuen Format. Ich habe es bei Kaya Jana bzw. Kaya Backstage gesehen. Link in der Videobeschreibung. Der nette Herr hat immer ein bisschen auf eBay Kleinanzeigen-Felsen so reagiert. Ich finde es tatsächlich ganz gut und würde es mir so ein bisschen abschauen und ist halt so leichte Kost, was auch nur Edit-Arbeit und so weiter angeht. Und deswegen legen wir los. Alles ist verlinkt. Kayas Account, von dem ich es habe. Auch der Account, von dem Instagram, also der Instagram-Account. Ne? Und ja, auf los geht's los. So, und da sind wir auch schon auf dem Instagram-Account. Ich habe schon ein bisschen runtergescrollt, weil ich aus Versehen ohne Ton aufgenommen habe. Aber das vergessen wir. Hier ist der Account, Kleinanzeigen-Fails. Ich würde es einfach mal ganz tief runterscrollen. Ungefähr hier war ich gerade. Und legen wir los. Hab viel Dank. Für 50 Euro nehme ich die mit. Auch wenn ich sie für 30 verkaufen möchte? Nee, sorry, das ist mir zu viel. Du hast mir gerade gesagt, du willst sie für 50 haben. Nicht. Hä? Hatte ich auch gerade eben schon. Aber es macht ja gar keinen Sinn, weil nicht frech. Ich glaube, der hat das irgendwie falsch verstanden. Du meinst vielleicht 50 Cent, ja? Ja, der 50 Cent meint, ja. Einfach frech? Hä? Ja, klar. Honda Civic EJ1 Protect, kein EJ2. 500 Euro gebe ich Ihnen, werter Herr. Auf Ihrem Ross wurde schon mal viel geritten, darum diese Taler für Sie. Wenn Sie Ihre 500 Euro für etwas ausgeben möchten, auf dem viel geritten wurde, empfehle ich Ihnen das Pascha in Köln. Hier können Sie gerne ein solides Auto zu einem vernünftigen Preis von 3000 Euro erwerben. Deswegen lieben wir eBay Kleinanzeigen. Yes! Hallo ist noch da, kann ich morgen um 9 Uhr abholen. Hallo, müsste allerdings selber abgebaut werden. Ja, gerne, senden Sie die Adresse. Ich komme mit zwei Personen und einem Felix. Der Felix macht den Unterschied. Wieso nicht nach Österreich? Ich hätte ihn für 18,75 Millionen gekauft. Naja, selber schuld. Ach du Scheiße, was, habe ich was verpasst? Oh, biete hier einen krassen, richtig krassen Seat Alhambra an. Nach keinem Umbau hat man brutale Beinfreiheit, sowas sieht man selten. Außerdem gibt es noch ein paar Tuning-Teile dazu, diese auf den Bildern rund ums Auto zu sehen. Nachdem wohl ein Marderhuan meinte, er muss irgendein Kabel von der Lüftung blank legen, klatscht es die Sicherung raus. Das wiederum ließ mich die Sicherung auswechseln, bin ja nicht von gestern. Die frische Sicherung mit 5 Ampere mehr als nötig, schmiss auch direkt die Lüftung auf Vollgas wieder an. Der frischen Brise folgte umgehend grauer Rauch. Oh, was? Wohl verursacht durch Huans Idee, irgendeine scheiße Wolle aus dem Motorraum zum frisch blankgelegten Kabel zu legen. Vielleicht ist es auch ein Steinzeit-Marder-Huan an einem für sich wichtigen Punkt der Evolution. Er stand kurz vor der Entdeckung des Feuers, als erster Marder-Huan ever. Egal, da ich weder Zeit noch Nerven habe, mich in weiter Richtung Motorraum zu brechen, suche ich jemanden, der den Alhambra namens Tom an sich nimmt und dem Marderhuhn mal zeigt, wo der Frosch die Locken hat. Der Motor hat 285.000 Kilometer easy gerissen, läuft einmal frei, macht wahrscheinlich nochmal so viel, wenn er die Chance bekommt, scheint unkaputtbar zu sein. Ansonsten sind bisher folgende Dinge ausgestiegen oder bereits in Rente. Armlehne, Fahrersitz ist einfach in die Knie gegangen, also hat San Francisco gemacht. Front- und Heckscheibe hat sogar vor kurzem in den Urlaub geflogen, wahrscheinlich hat auch hier der Huhn so beigetragen. Oh, Junge, das ist einfach zu gut, wirklich. Das ist einfach zu gut. Die Klappe der Mittelkonsole ging nicht mehr zu, hat aber einen richtig stylischen Scharnier bekommen. Sowas wie man sonst nur im Garten an kleinen Türen findet. Absoluter Hingucker. Die Handbremse dachte sich irgendwo, yo, kein Bock mehr. Bis Denver, Ersatzteil ist schon da, aber keiner hat Ahnung, wie man es einbaut. Und wir sind alle zu fett, um unter das Auto zu legen. Fensterscheibe, Fahrerseite ist dezent unmotiviert, aber ab und an lässt sie sich doch mal dazu herab, mal runterzufahren, wenn man denn die Fahrertür mehrmals auf und zu knallt. Wahrscheinlich fallen mir noch ca. 200 Dinge ein, aber mein Gehirn ist gerade durch und hat Feierabend gemacht. Ansonsten gibt es diverse Sitze, keine Ahnung wie viele, insgesamt 5 oder 7, je nachdem, ob auf meinem Dachboden auch welche liegen. Wer das Auto nicht will, aber mir aus Mitleid per PayPal 10.000 Euro schicken will, kleinere Beträge geben auch, aber nur ungern, kann eine PN schicken. Wer das Auto will, muss schnell sein, das ist echt ein einmaliges Angebot. Wer es morgen abholt, bekommt noch eine Packung Marshmallows dazu. Junge, wer es heute abholt, bekommt eine Packung Marshmallows und eine Packung Almdudler Haribos. Auch sehr begehrt. Deal, wir sind drin. Von Beileidsbekundungen ist abzusehen. Es hat übrigens noch niemand auf die Sitze oder in den Kofferraum geschifft. Für 18,7 Millionen Euro liefere ich ihn deutschlandweit aus oder auch in die Schweiz, nach Österreich nicht.
Ah, und deswegen dann der Kommentar davor. Okay, macht Sinn. Guten Tag. Gut Tag. Wie viel kostet Ende Preis abholen? Für 70 kannst du es abholen. 60, 70, 65, 75. Okay, treffen wir uns in der Mitte. 70. Rechnung? 70, okay. It's big brain time. Oh boy. Fick ist mit dieser Karre passiert. Liebhaberfahrzeug, Nichtraucherfahrzeug, technisch in einwandfreien Zustand, ein Trichter ist ebenfalls vorhanden. Ich zahle 1 Euro für den 4 Trichter da drinnen und das Auto gibt dir maximal, gibt dir 5, maximal 10 Euro für. Das ist einfach der Inbegriff einer Shitbox. Verkaufe Rutsche für einen dünnen Hamster. Verkaufe diese Rutsche für Hamster. Mein Hamster kämpft mit Gewichtsproblemen seit den Feiertagen und passt deshalb nicht mehr in die Rutsche. Es wird nur die Rutsche verkauft, damit mein Hamster nicht täglich an seine Butterhüften erinnert wird. Tausche auch gegen ein Hamsterhandelbank. Opel Vectra B. Spaß, Auto, Sommerauto, kein Winterauto, fahrbereit. Zum Verkauf steht dieses legendäre und einmalige Expeditionshochwasser Wald- und Wiesenfahrzeug. Am Anfang muss eins klargestellt werden, verkaufe dieses Hochsitzmobil ausschließlich an volljährige Dorfkinder, die damit über die Felder ballern wollen. Kein Verkauf an Städter, besonders Kemser. F. Ziel dieses Fahrzeuges war die Ausgestaltung eines Polterabends erheblich zu verbessern. Jedoch kann diese Wunderwaffe auch als Hochsitz für Jäger oder im Hochwasserkatastrophengebiet eingesetzt werden. Auch für Naturliebhaber zum Bestaunen der Natur ist diese Kiste bestens geeignet. Da die Sitze klappbar sind, eignet es sich auch herrlich fürs Schäferstündchen unter dem Nacht- und Sternenhimmel. Positiv zu erwähnen sind die beiden Sitze, welche voll funktionsfähig verstellbar sind. Wo weiterhin bietet das Fahrzeug Platz für mindestens 10, wenn nicht sogar 15 kaputte in und auf dem Schleifer. Durch die fachmännisch demontierte Heckklappe eignet es sich wunderbar zum Tier- und Schwiegermuttertransport. Da bei uns der Ton- und Umweltschutz größer geschrieben wird, als das traumhaft anmutige Mercedes-Benz-Logo ist, der Cut noch drin, auch die Euro 4-Norm sollte noch einhauen. Für Fahrer und Beifahrer gibt es eine Duschanlage, dafür bekommt die Frontscheibe aber kein Wasser mehr ab. Es wird empfohlen, das Spaßmobil zu zweit und unter viel Alkoholeinfluss zu steuern, da Pedale und Schaltung so gebaut wurden, dass man als einsamer Pilot die wilde Fahrt im Krankenhaus beendet. Aber aufwendiger Umbau durch eine Doof-Jugend, welche besser zusammenhält als siamesische Zwillinge. Nur Barzahlung, kein Tausch gegen Kamele, Schwiegermütter oder fliegenden Teppich. Ja, ist schon funny, ist schon gut. Da haben sie sich aber auch was geleistet, ne? Also, guck dir das doch mal an. Junge. Ich sehe das jetzt erst, dass die Sitze da oben sind. Ach du Scheiße, ist das gut. Ich muss aber den Tisch, wo steht. Ich auch Kauf und Stuhl da. Hallo, bitte auf Rückwörter. Alle Angaben stehen in der Anzeige. Warum Anzeige? Bitte nix Polizei. Oh je, der Arme. Guter Auto mit guter Motor, brumm brumm, aber ein bisschen benutzt. Emotional Damage. 423 Euro, Digga, Schnapper. Hä? Hallo und ein frohes neues Jahr. Meine 13-jährige Tochter möchte sich nun mithilfe des Weihnachts- und Geburtstagsgeldes den Traum vom iPhone 11 erfüllen. Der Kassensturz gibt aber dann nur leider 500 Euro. Wären Sie mit dem Preis einverstanden? Mit freundlichen Gruß. Frohes Neues. Leider ist mir das zu wenig. Auch wenn ich es gerne Ihrer Tochter geben würde, auf 580 könnten wir uns einigen. Guten Morgen und danke für die Rückmeldung. Leider wird das Budget in nächster Zeit nicht mehr steigen und somit haben Sie die Chance verpasst, ins Abendgebet eines Teenagers eingeschlossen zu werden. Aber keine Angst, ich bin da auch nicht drin und lebe ganz gut. So muss Hormoneller nun die Gesetze der freien Marktwirtschaft akzeptieren lernen. Ihnen ein schönes Wochenende. Guten Morgen, Sie könnten ja die Annehmlichkeiten der sozialen Marktwirtschaft näher bringen und Ihr geplantes Investitionsvorhaben subventionieren. So würden alle Seiten profitieren. Ebenfalls ein schönes Wochenende. Guten Morgen. Leider ist mir aus erzieherischen Gründen Lernen fürs Leben und so außerdem bin ich eh doof nicht möglich, Zornröschen weiterhin in der Handysache zu subventionieren. Als einzige Unterstützung würde ich die Fahrt zur Abholung einfach ca. 100 Kilometer sponsern, Rückfahrt natürlich auch. Bedeutet 200 Kilometer mit Pubertier im Auto, ich bitte dies hinreichend zu würdigen. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Preisvorstellungen ihrerseits sich möglicherweise nur mit dem begrenzt zur Verfügung stehenden Budget decken würden. Mit freudigem Gruß. Digga, da habe ich aber auch gezappelt, aber ich muss auch ehrlich sein, wir haben es auch schon weit nach 0 Uhr heute. So, sicher so eine Bio-Tante. Puh. Rosen sind rot, ich kann bei meinem Crush nicht landen, Audi A5 Top zu Schanden. Schön. Lupo 1.7 STI in traumhaften Zustand mit TÜV neu, oh nein. Wieder mal ein Meisterwerk zu verkaufen. Bei dem besagten Meisterwerk handelt es sich um einen Lupo mit 60 PS. Aufgrund der Betankung mit Altöl schätze ich die Leistung auf 40 PS. Fahrzeug hat eine umfangreiche Ausstattung. Neben den zwei LED-Scheinwerfern besitzt das Auto noch eine wunderschöne Nordmannstanne.
Junge. Diese ist mit drei Lichterketten beleuchtet, welche von einem Spannungswandler mit Strom versorgt wird. Ebenfalls einzigartig ist das Plexiglasdach, welches aus einer alten Dusche gefertigt wurde. Ebenfalls wurde an dem Fahrzeug Akrapovic Abgasanlage? Warum? Warum? Allein der Wert der Anlage übersteigt den Fahrzeugpreis. Ja, darum, warum? Natürlich sind alle Anbauteile, der Rest ist eingetragen. Der Weihnachtsbaum hat ein E-Prüfzeichen. Wer sich mal so richtig was gönnen will, ist hier genau richtig. Einfach anschreiben und einen realistischen Preis nennen. Es kommt mir keiner mit, was letzte Preis, Kollege. Da so viele Fragen, die Katze auf Blitzi ist nicht im Preis inbegriffen. Digga, jetzt sind diese Bilder da und ich denke mir so, das ist die größte Ranzkarre der Welt. Ich glaube, die Karre fährt gerade hinter Hogwarts durch den verbotenen Wald. Ich glaube auch. Ich glaube, wenn er mir 50 Euro gibt, hole ich die Karre gleich ab. Traumauto. Ja, klar, safe. Ja, gut. Aber ich würde sagen, damit war es erstmal. Ich wünsche euch einen angenehmen Morgen, Mittag oder Abend. Und ciao, Kakao. Hey, tschüss.